Seid gegrüßt und somit ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Es ist schon einige Wochen her, als ich hier auf dem Kanal die Insta360 Go 2 vorgestellt hatte. Das ist diese Kamera hier, um genauer zu sein, die hier oben. Der Rest ist extra Akku und Bedieneinheit. Und nachdem ich das System hier vorgestellt hatte, gab es natürlich seitens von den Zuschauern noch weitere Fragen. Und oft wurde geschrieben, wir finden das Konzept sehr interessant, die kompakte Bauweise. Nur 26,5 Gramm leicht das Ganze. Wir sind uns aber nicht sicher, ob das Footage gut genug aussieht für unsere YouTube-Videos, Social Media und Co. Kannst du bitte mal einen Vergleich der Aufnahmen zum Beispiel mit einer GoPro machen? Und aus diesem Grund hier in der Ausgabe Vergleichsaufnahmen mit der GoPro Hero 9 Black. Und dabei wünsche ich euch sehr viel Spaß. Bevor wir gleich die ersten Aufnahmen gegenüberstellen und uns anschauen, möchte ich natürlich hier an dieser Stelle erwähnen, dass ein direkter Vergleich ein wenig unfair wäre. Diese beiden Kameras spielen in zwei komplett unterschiedlichen Action-Kamera-Klassen. Auf der einen Seite die GoPro Hero 9 Black. Es ist klar, wir haben hier deutlich mehr Auflösung, bis zu 5K-Aufnahmen können wir hier machen. Wir können auch länger am Stück aufnehmen und so weiter. Und auf der anderen Seite haben wir diese federleichte, kompakte Go 2, die natürlich nicht an die Auflösung einer GoPro rankommt und auch nicht auf die Aufnahmezeiten, weil hier Hitzeentwicklung bedingt, zum Beispiel in FPV-Modus, Aufnahmen bis zu 30 Minuten möglich sind. 2560 mal 1440 Pixel ist die maximale Auflösung. Nichtsdestotrotz wurde nach einem Vergleich gefordert, weil es eben viele Leute gibt, die auf solch eine kompakte Kamera gewartet haben, die eine brauchbare Videoqualität liefert, das Ganze dank Flow State genauso gut, vielleicht sogar auch besser stabilisiert als die Aufnahmen der GoPro Hero 9 Black. Und jetzt werde ich erstmal still sein. Es gibt einige Aufnahmen untermalt mit Musik und ihr könnt gerne jederzeit das Video pausieren und eure Meinung in die Kommentare schreiben. Wie hat sich das Footage der deutlich kleineren Kamera im Vergleich zu der deutlich größeren GoPro Hero 9 Black geschlagen? Ich bin schon sehr, sehr auf euer Feedback gespannt. Lasst uns loslegen.
Nun habt ihr ein paar Vergleichsaufnahmen zwischen GoPro Hero 9 Black und der Insta360 Go 2 hier gesehen. Mal nebeneinander und auch mal im Vollbild, um mehr Details sehen zu können. Zunächst einmal, wir brauchen uns nichts vormachen, ein 5 oder 4K mehr Auflösung, richtig umgesetzt von einer Kamera, sieht natürlich besser aus von den Details her. Aber hier muss man sich natürlich die Frage stellen, will man diese ganzen Daten von 4 oder 5K Aufnahmen oder reicht es einem aus, kleinere Dateien einer kleineren Kamera zu haben? Es gibt Leute natürlich, die schauen ihre Videos in 4K auf einem Smart TV, aber genauso gut und sogar noch viel mehr auf YouTube, man kann es ja in der Statistik sehen, schauen die Videos auf dem Smartphone und das reicht dann schon vollkommen aus. Man würde bei dieser Größe keinen Unterschied mehr wahrnehmen. Oder habt ihr einen gesehen bei dieser Gegenüberstellung in klein? Also hier muss jeder für sich selbst entscheiden. Worin sich aber die Go 2 meiner Meinung nach besser geschlagen hat, vielleicht ist es euch bei den Aufnahmen auf dem Bike aufgefallen, gerade das Waldstück, wo ich runtergebracht bin. Wir kriegen bei der Go 2 mehr aufs Bild drauf. Und das, obwohl die Bildstabilisierung besser war als bei der GoPro Hero 9 Black. Dort hätte ich noch die Möglichkeit gehabt, den Boost zu aktivieren. Das heißt, die Kamera würde noch weiter in die Aufnahmen reinzoomen, den Rest wegschneiden, damit das Ganze etwas stabiler aussieht. Aber dann würden wir noch mehr an Bildausschnitt im Vergleich zur Go 2 verlieren. Und das ist aus meiner Sicht eine Kampfansage. Das ist so ein kleiner Giftzweck hier in der Hand. Bessere Bildstabilisierung, dafür aber auch noch mehr aufs Bild drauf bekommen. In der Breite sowie auch in der Höhe. Und das ist genau das, was die Leute, die eine Actionkamera benutzt haben, die letzten Jahre gefordert haben. Wenn ich zum Beispiel auf meinem Bike unterwegs bin, will ich nicht nur meine Hände sehen, das Lenkrad, sondern auch ein bisschen mehr von meinen Armen her und das bei einer guten Stabilisierung. Nicht ohne Grund hat GoPro den Max Lens Mod entwickelt. Das ist so eine extra Linse, optional natürlich erhältlich. Die macht man vorne auf die Kamera, dann kriegt man ein bisschen mehr Breite drauf. Hier, ohne optionales Zubehör, schon direkt aus der kleinen Kamera umsetzbar. Und wir haben die Möglichkeit, sogar den Bildausschnitt nachträglich noch in der Insta360 App zu bestimmen. Was hier bei der GoPro auch nicht möglich war. Kurz und knapp zu dem, was wir gesehen haben. Mehr Auflösung, mehr Details bei GoPro, ja. Wenn man das aber nicht braucht, aber in allen anderen Punkten, Farben, Stabilisierung, Bildausschnitt, hat die kleinere Kamera die Nase vorne. Und ach ja, der Max Lens Mod, den ich eben erwähnt habe. Er soll nicht nur ein bisschen breitere Aufnahmen liefern, sondern soll auch noch den Horizont sperren können bei der GoPro. Das heißt, wir können dann die Kamera drehen, wie wir wollen, das Ganze dann aber auch nur bis 2,7K. Und der Horizont, also die Landschaft hinter uns, bleibt gerade. Das ist natürlich auch interessant, wenn wir Motorrad fahren, uns in die Kurven neigen. Die Kamera bleibt immer gerade. Die Go 2 braucht kein weiteres optionales Zubehör. Man muss nur den Pro-Modus aktivieren und dann ist dieser Horizon Lock schon automatisch eingeschaltet. Ihr habt es ja in dem Vorstellungsvideo gesehen, als der Rüdiger seine Kapriolen geflogen ist. Nein, Spaß beiseite. Dort konnte man ganz gut sehen, der Flieger hat sich gedreht, der Horizont war gerade. Alles direkt hier aus der Kamera, ohne extra Zubehör. Eine Funktion, die GoPro irgendwann in seine Kameras eingebracht hat und die ich seither nicht mehr missen möchte, das ist das Time Warp. Wenn euch das Ganze nichts sagt, man startet eine Aufnahme, nimmt die Kamera in die Hand und geht drauf los. Alle Aufnahmen werden stabilisiert und beschleunigt, also eine Art Zeitraffer mit Stabilisierung aus der Hand, ist ein sehr cooler Effekt. Bietet Insta360 in der Go 2 ebenfalls an, nur dass es Time Shift heißt. Lass mal beide vergleichen. Egal ob Time Warp, Time Shift oder wie es heißen mag, beide Kameras haben doch ein gutes Ergebnis abgeliefert. Wenn ich genauer hinschaue, gefällt mir das Ergebnis der GoPro Hero 9 Black ein Ticken mehr. Um mal ein Gefühl für den Preis beider Kameras zu bekommen, die GoPro Hero 9 Black mit Max Lens Mod, um mehr aufs Bild zu bekommen, den Horizont zu sperren, liegt derzeit bei etwa 579 Euro.
die Insta360 Go 2 bei 319 Euro. Eine Sache, die ich zur Insta360 Go 2 noch erwähnen möchte, hat jetzt nichts direkt mit dem Footage-Vergleich in dem Video zu tun, aber mir ist aufgefallen beim Verwenden des Systems, welch einen Mehrwert das neue Case darstellt, gerade im Vergleich zur ersten Generation der Go 2. Die Kamera ist so kompakt, man bedient eigentlich alles eher mit diesem Case, was gleichzeitig eine Fernsteuerung ist, und mit dem Info-Display, was ja auch schon Mehrwert darstellt, sieht man immer, in welcher Auflösung aufgenommen wird, in welchem Modus man überhaupt gerade ist. Also das ist auf jeden Fall viel angenehmer geworden. Gleichzeitig stellt das Case auch ein Schutzgehäuse für die Kamera dar und aber auch eine Art Powerbank. Man kann die Laufzeit auf bis zu 150 Minuten erhöhen. So, meine Freunde, jetzt habt ihr einige Vergleichsaufnahmen sehen können zwischen GoPro Hero 9 Black und der neueren Insta360 Go 2. Ich hoffe, die Leute, die den Vergleich gefordert haben, können sich jetzt ein besseres Bild von der kleinen Kamera hier machen. Wie zu Beginn schon gesagt, natürlich, die GoPro Hero 9 Black kann mit mehr Auflösung aufnehmen, kann länger am Stück aufnehmen. Aber auf der anderen Seite, wenn für euch 4 oder 5K keine Rolle spielt und Aufnahmezeiten am Stück von etwa 10, 15 und im FPV-Modus von 30 Minuten ausreichen, dann ist das hier auf jeden Fall eine sehr interessante Lösung. Es war erstaunlich zu sehen, dass dieser Winzling in einigen Punkten sogar der GoPro Hero 9 Black überlegen ist. Also wenn die kleine Go 2 euer Interesse geweckt hat, unten in der Videobeschreibung ist ein Link. Ihr gelangt direkt zum Insta360 Store. Wir haben auch gerade ein paar sehr spannende Aktionen. Schaut mal vorbei, um diese nicht zu verpassen. Die One Air ist zum Beispiel im Sale und es gibt auch zu jeder Bestellung Zubehörteile umsonst dazu. Und mit diesen Worten, vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Lasst gerne ein kostenloses Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos, wenn es dann auch schon bald wieder in die Lüfte geht. Bis dann. Ciao.